06 TV wird präsentiert von Schaltplan, Ihr Partner für Ihre Schaltanlage. Jules Schwadorf, bei der entscheidenden Szene hattest du deine Füße auf jeden Fall im Spiel. Warst du denn noch dran? Ja, ich war dran. Also ein bisschen drauf spekuliert, dass der Schuss kommt. Der kam und dann habe ich ihn noch leicht berührt und am Torwart dann ja, vorbeigespitzelt. Ich glaube, sonst hätte er ihn auch gehalten gehabt. Ja, gut, perfekt. 1-0, wichtig. Erste Halbzeit hast du noch von der Tribüne verfolgt, zweite Halbzeit lief dann besser. Was habt ihr im zweiten Durchgang eben vielleicht auch offensiv vor allem ein bisschen besser gemacht? Gut, ich wurde eingewechselt mit der Aufgabe, ins 1 gegen 1 zu gehen, Druck auszuüben auf die Außenverteidiger. Die haben in der Fünferkette gespielt. Vielleicht die beiden dann auch beschäftigen, da rechter Innenverteidiger und Rechtsverteidiger. Und das ist mir ganz gut gelungen. Die Spieler haben mich auch gesucht. Und ja, ich denke, dass das Endresultat dann 1-0 auch irgendwo verdient war. Es war relativ ausgeglichen, auch von den Torchancen her, aber gut, das vielleicht war es dann am Ende doch eher individuelle Qualität, die dann gereicht hat. Die Qualität ist es dann eben auch, vielleicht solche Spiele zu ziehen und die 3 Punkte genau mitzunehmen, was ja heute wichtig war. Genau, das meine ich. Die haben wir in der Mannschaft und umso besser, dass es auch funktioniert hat. Sascha Hildmann, du hast ein ganz schweres Auswärtsspiel vorausgesagt. Das ist es dann unterm Strich auch geworden, oder? Ja, manchmal habe ich eben auch recht mit meiner Prognose. Ich wusste, dass Bergisch Gladbach sehr, sehr gut verteidigt und sehr leidenschaftlich verteidigt. Wir haben es trotzdem auch nicht gut gemacht. Wir haben viele Fehlpässe gespielt, zu ungenau, dann zu langsam, zu behäbig teilweise. Dann ist es schwer. Und dann nochmal die Kurve zu kriegen, dann so ein Spiel für dich zu entscheiden. Bin froh, dass wir mit einer Halbchance das Spiel gewonnen haben, weil ansonsten hatten wir erst hinten raus ein paar Möglichkeiten. Vorher hatten wir nicht viel. Und ich wusste, dass es schwer wird. Ich habe es geahnt und ich glaube, so Spiele kriegen wir nur öfter. War das dann die individuelle Qualität, die am Ende den Unterschied gemacht hat? Ich würde sagen, ja. Ich meine, wir haben Jules in der Halbzeit eingewechselt. Wie wichtig es sein kann, so spielen hat man heute wieder gesehen. Er hat es gut gemacht und hat sich jetzt belohnt mit dem Tor. Und so kann es weitergehen. Er muss jetzt auch fit bleiben, ist auch wichtig. Zweiter Dreier im zweiten Spiel, auch nach deiner Wunschvorstellung bisher. Ja, wenn man gewinnt, das ist natürlich immer das Oberste. Jetzt haben wir heute aber nicht gut gespielt. Also muss ich als Trainer das sauber analysieren oder wir im Trainerteam das genau einordnen, dass wir da mit Sicherheit nicht überschwänglich werden. Simon Schäder, 1-0 Auswärtssieg bei Bergisch Gladbach. Knapp, aber verdient. Kann man zu kurz zusammenfassen? Ja, ich glaube, das trifft schon ganz gut, wenn man sagt, dass wir einen knappen Sieg eingefahren haben, der aber, ich glaube, im Großen und Ganzen schon verdient ist. Da war natürlich klar, die spielbestimmende Mannschaft hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit nicht so die zündenden Ideen, um uns große Chancen zu erarbeiten. Haben es in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ein bisschen besser gemacht. Dann musste halt auch mal so ein glückliches Tor machen, nach einer Ecke irgendwie abgefälscht und ja, und dann am Ende zählt er einfach nur die 3 Punkte und die nehmen wir jetzt gerne mit. Was hat er dann heute gefehlt, um sich vielleicht gegen so eine Mannschaft eine deutlichere Führung rauszuspielen? Ja, ich glaube einfach, dass wir zu unkonzentriert waren im Passspiel, dann in den Laufwegen. Das war vieles zu statisch, glaube ich, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, ein paar gute Szenen gehabt, auch Richtung gegnerisches Tor, wo dann der letzte Pass nicht gepasst hat. Aber wie schon gesagt, ich glaube, ja, so ein Ding muss man sich dann einfach mal erarbeiten und das haben wir heute gemacht und deswegen fahren wir dann auch einigermaßen zufrieden nach Hause.